Mahlzeit, Leute, hier sind wir wieder bei mir in der Werkstatt. So, beim letzten Mal haben wir den hier fertiggestellt. Ich habe echt überlegt, den werden wir mal in die, in das Museum schieben. Gucken, vielleicht können wir, kann man ja auch ein bisschen was mehr Geld machen. So, was haben wir denn hier? Wollen wir nicht, wollen wir auch nicht. Parkplatz wollen wir auch nicht. Ausstellungsraum, da wollen wir hin, genau. Oh Scheiße. 1 und 2 war besetzt, gehen wir mal zu 3 hin. Ne? So, gehen wir mal gucken, ob er da auch ist. Einmal rüber in den Ausstellungsraum. So, da sind wir. Steht der erste, ne? Panzer 3, Ausführung J. Der ist noch nicht fertig, den müssen wir noch mal dann rüber schieben. 84% hat er. Panzer 4, Ausführung G. So, wo ist der andere jetzt? Ah, da steht er noch. Wunderschön. So, was haben wir jetzt hier? Das ist der Panzer 3, Ausführung M. Mal gucken, ob wir den finden. Ne, den Tiger haben wir noch nicht, den würde ich noch gerne haben. Ausführung M müsste der sein, ja. Das ist er. Schick. So, was haben wir jetzt hier? Slotpanzer 1, Slotpanzer 3, was kann man denn hier machen? Achso, ja, das hatten wir ja schon. Brauchen wir nicht. Slotpanzer 3 ist der. War der eigentlich in dem Sinne hier schon? Was haben wir denn hier noch? Museumsständer. Die hat man ja gerade. Und da haben wir noch nichts von. Material brauchen wir nicht. Okay, können wir rausgehen. Ah nein, nicht beenden. So. Den haben wir. Gucken wir mal, ob wir hier noch was reinmachen können. Was haben wir denn hier noch? Tiger haben wir noch nicht. Schirmen. Panzer 3 aus. Nehmen wir den. Ist ja auch der dahinter steht. Glaube ich zumindest. Ja, genau. Ausführung M. So, gehen wir hier nochmal gucken. Ich komme hier auch noch was dran. Haben wir denn hier noch? 26 Pershing. Panzerkampfwagen 4. Ich glaube, den haben wir noch drüben stehen. Sturmgeschütz. Panzerkampfwagen 3. Produktion. Design. Sonderfahrzeug. Okay. Das ist nix. Okay. Easy 8. Okay. Ja, den hatten wir gerade eben da drüben. Lass mal das da drin stehen. So. So. So, haben wir schon mal drei Panzer hier drin stehen, beziehungsweise zwei, der andere ist ja noch nicht fertig. Was kann man denn sonst noch hier machen? Nichts mehr. Achso, wie war das denn hier mit den Dingern? Sammelleidenschaft. Ausgestellte, verfügbare. Haben wir keine. Die werden hundertprozentig noch kommen. Weil da haben wir noch gar nichts von. Hundertprozentig, da wird noch was von kommen. So. Haben wir das auf jeden Fall erledigt. Was haben wir hier? So, kann man nur gucken. Was ist das denn hier? Oh, da steht doch was. 5 Euro renovierte Tanks 3. Prestige 12. Einnahmen aus Ticket 585. Museumsbesuch jetzt 117. Insgesamt 558. Oh, läuft doch. Würde ich mal sagen, ne? So. Machen wir jetzt 8 Dollar. Steht ja Panzer mehr, ne?
geh mal raus. Gehen wir mal gerade zum Hinterhof. So, dann gucken wir mal, ob wir hier noch was Interessantes finden. Ich bin zwar immer nur Müll am Sammeln hier, aber irgendwie komme ich nicht zum selber machen. Von den jeweiligen Ersatzteilen. Okay, was haben wir denn hier rumfliegen? Ja, mal gucken hier. Was ist das denn für eine? Nee, wohl wollte ich nicht haben, das wollte ich wissen. Ah, Sowjet. Er kommt ganz zur Sowjetunion. Ich glaube, so einen hat man noch nicht. Was haben wir hier? Panzer 3 aus Jung M, den wir gerade zusammengebaut haben. Was haben wir hier? Schon wieder. Nochmal der Ausfang 3. Den brauchen wir jetzt aber erstmal nicht. Den haben wir gerade abgeschlossen. Und darf ich später mal nutzen. Also ich würde gerne mal einen Tiger finden. Mal gucken. Nichts mehr. Bin ich noch gar nicht gewesen. Heute zumindest nicht. So, was war das denn für eine da vorne? Mal gucken. Da stehen ja auch noch zwei Stück. Das war der Pershing. Ja. Das ist der Wolverine. Nee, ihre Ausführung G. 5 Panther. Ausführung A, die drin haben wir ganz anderen. Das war Ausführung A und das hier drin war noch was ganz anderes. So, was war das für einer hier? Auch der Ausführung hat tatsächlich, aber tatsächlich zweimal. Okay. Ich hab gedacht, da wäre ein anderer gewesen. Okay. Gehen wir mal gucken, was haben wir denn an Aufträge? Post. Beendete Kontakte. Panzer gefunden haben wir gemacht. Können wir zumachen. Haben wir noch was zum Reparieren? Teste den Panzer. Als der Sammler reparieren, könntest du ihn dann zu einer Testfahrt mitnehmen? Moment, bevor wir den jetzt aber annehmen. Kann ich den überhaupt testen? Haben wir denn hier? Das ist das hier, das Testgelände. Ist auch ein Testgelände. Um 70 verfügbar aus 210. Haben wir hier? Mal schneller repariert. Komm, nimm mal das hier mal.
Nehmen wir den Auftrag mal an, mal gucken, was passiert. Repariere und teste den Panzer. Nehmen wir an. So. Kann man eigentlich hier unten? Nein, kann man Kredite aufnehmen. Okay. Brauchen wir aber nicht. Ich hätte gewusst, hätte man das. Wie beim Ding jetzt waren. Ach, die haben die wieder verschoben. Okay. So, den müssen wir jetzt reparieren. War auch der Motor kaputt, ne? Motor 12%. Ach du Scheiße. Ja, dann holen wir den mal direkt raus. 1. Oh ja, der sieht ramponiert aus. Ne, der geht nicht. Glaub doch doch auch nicht. Ölfilter haben wir, ja. So, direkt mal anstrahlen das ganze Ding hier. So, was sagt er jetzt? Ja, haben wir schon 81%. Hier brauchen wir nicht auszubauen. Keilriemen, Keilriemen ist klar. Ölfilter. Mal ich bin mal raus hier. Den Ölfilter. Kraftstoffschlauch nehmen wir direkt mit. Auch neu. So. Da wollte ich schon. So, und dann haben wir den Ölmessstab müssen wir noch rausholen. Halterung, Kraftstoff, ja, die habe ich gerade ausgebaut. Also fehlt im Prinzip noch die Halterung und der Ölmessstab. Also den. Und die Halterung, die war hier unten irgendwo, da. Ist noch Rost dran. So. Hier. Ja, gucken wir nochmal nach. Ölstoff haben wir rausgebaut. Ölfilter, was fehlt jetzt? Die Haltung hat jetzt wahrscheinlich 100%, oder? Ja, scheint so. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier. Motor. Die zwei. Tun wir recyceln. Und die Kraftstoffflöcke können wir auch recyceln. So. Cyclen. So, das. Das. Reparatur. Grundierung. Ja, fortfahren. So. Dann gehen wir jetzt die zwei Keilriemen holen. Ausführung J müsste der sein.
Der große Rätselrat mit der Welt von den beiden. Die ersten erstmal. So, was war das noch? Mal gucken, ob die passen. Oh, die passen. Wunderbar. So. Jetzt fehlt noch der Öffel, die Kraftstoffschlauch, die fehlen noch. Kraftstoffschlauch. Zwei Stück. Zwei. So. Machen wir die auch ein. Machen die auch dran. Fehlt hier noch was? Ah, der Ölfilter ist wieder da. Wunderbar. Da war aber noch was. Ja, und der Ölmessstab. Zack. Motor 100%. Wunderbar. Können wir wieder einbauen. Eins. Ja. Lass uns mal gucken hier. Haaren. Flüssigkeiten. Einmal Diesel. Da ist ja noch Diesel drin. Okay. Öl. Ist noch Öl drin. Okay. Ich habe es angeworfen, aber egal. Kühlflüssigkeit. Auch drin. Gut. Zeit und Arbeit gespart. So, wie sieht das jetzt hier aus? Was denn damit? Wenn man nicht verrostet. Was? Schon wieder eine Mail? Alter Falter. Gucken wir mal, diesmal nichts vergessen hier. Die ganzen Aufträge, wo man einen einstellen könnte, nur zwei Mechaniker noch. Der Wahnsinn. Ich glaube, du kannst nur drei annehmen, das ist das Problem. Den Schrauben da.
So, das haben wir doch schon mal. Können wir die Seite schon mal fertig machen? Ja, die Seite haben wir schon mal. So, dann gehen wir jetzt mal zur anderen Seite. Ja, nicht so nah hier. Tja, ich glaube, das war's vom Rost von hier. Kann ich vergessen? Ne, eigentlich nicht. Vielleicht können wir noch unsere Testfahrt noch machen. Die Mutter ist ja schon so gut wie erledigt. Oder ist erledigt. Viel ist es nicht mehr. Nochmal umswitchen. So, das muss es gewesen sein.
mit den Grundierungen. So, ich glaube, das muss gewesen sein. So wie das jetzt aussieht. So, was müssen wir jetzt machen? Was war das eigentlich mit Testfahrt, ne? Testfahrtoption. Was machen wir denn? Testfahrt. Gucken, was passiert. Haben wir noch nicht gemacht. Oh, wei, da fällt der Panzer vom Himmel. Ja, so, und jetzt? Müsste es ja irgendwie hier reinkommen, ne? Steige in den Panzer ein. Was macht man denn? Fahrer. Okay. Ich sehe nichts und davon ganz viel. Okay. Achso, das ist vorne, ja. So, wie kann ich denn hier raus? Ah, da kann ich was sehen. Puh, da selber schnell. So, jetzt müssen wir eh zum Starten. Okay. Klicke, um zu eröffnen. Was soll ich denn eröffnen? Was ist denn? Gewollte Power. Was soll ich jetzt hier einmal im Kreis fahren? Gehe ich nochmal raus. Was hat die Probleme drum oder was? Was? Das ist denn immer schnell. Haben wir Vollstoff. Sieht schon cool aus mit den Ketten da. Raus, guck mal. Okay. Lupe des Fahrers. Ja, alles Lupe der Fahrer.
Hä? Und jetzt? Okay. So, was machen wir jetzt? Ja, läuft halt. So, können wir den jetzt hier weg oder was? %98, da stimmt was nicht. Testfahrt beendet. Da stimmt irgendwas nicht. Müssen wir mal in die Werkstatt. Kann man denn jetzt mal rein da? Werkstatt. Was ist denn da jetzt noch? Wo bist du? Was rum so? Was soll denn jetzt hier noch fehlen? Gucken wir mal. 100, 100, 100, 100, alles 100. Was? 1,98. Lackierung 97, aber so im Großen und Ganzen. Im Großen und Ganzen ist ja eigentlich fertig. Er war ja rein theoretisch nur. Das Fahrwerk. Testfahrt ist beendet, ja. Okay. Zahnräder. Des Schaltgetriebes. Toll. Sollen jetzt die Zahnräder sein? Tja. Nee, das ist Gehäuse des Schaltgetriebes. Ja, scheiße, sehe ich so nicht. Das ist doch Mist. Was denn für ein Zahnrad? Das ist das Antriebsrad. Wo soll denn ein Zahnrad sein? Nee, hier war das doch gar nicht. Hier war das. Gucken wir noch einmal. Nee, da wollte ich auch nicht hin. Da wollte ich hin. Zahnräder. Oh, was haben wir denn da? Stange, Drehstab, Stange, Stange. Stange, Stange. Stange? Ah, die Stange. Stangen. Die sind doch 100%. Oder bin ich jetzt hier im falschen Film? Okay, Leute, dann ist die Folge zu Ende.
Dann werden wir uns in der nächsten Folge mal beschäftigen. Irgendwas stimmt da noch nicht. Jetzt müssen die Stangen da unten drin sein. Nächster Aufhängungsarm. Zum Beispiel da, die da drinne sind. Guck mal, die sind noch kaputt da drinnen. Ja. Ja, schade. Naja. Aber nächstes Mal haben wir was zu tun. Gut, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.